Wunderbar. Wir haben einen 99er Squad hinbekommen, Leute. Wie kannst du jetzt schon zocken? Als Content Creator habe ich einen Code bekommen und damit die Möglichkeit vorab zu spielen. Dank EA. Deswegen bin ich jetzt Vollversion am Zocken. Was passiert, wenn du jetzt AV... Soll ich mal probieren? Sechs Chemie wird, glaube ich, die wenigsten davon abhalten, da mal Innenverteidiger reinzustellen. So ehrlich muss man sein. Da sehe ich schon viele mit sechs Chemie rumlaufen, ne? Okay, naja, nehmen wir mal hier Dembélé noch mit. Das ist die Taktik, also Defensivstil. Da hat sich nicht viel verändert. Ich dachte, es gab Gerüchte, dass die individuelle Taktik sich wieder völlig verändert hat. Ich meine, die ist ja... Naja, wobei doch, sie hat sich verändert. Doch, tatsächlich hat sie das. Ja, es gibt hier jetzt wieder... Ja doch, krass, sie haben es doch verändert. Ja, wunderbar. Machen wir ausgeglichen. Chancenerarbeitung auch ausgeglichen. Ja, woher soll ich wissen, was ich machen soll? Also ich lasse das einfach mal so. Tiefe, gehen wir ein bisschen höher. 70. Wir haben mal schön Betontaktik anrühren, Leute. Okay, ich lasse alles einfach mal so. Das erste Game. Es ist soweit. Seid ihr ready? Ich bin echt gespannt. Ich habe nichts gesehen, auch vom Gameplay, von gar nichts. Wirklich. Also ich habe keinen blassen Schimmer. Wir haben jetzt die Taktik eingestellt. Ein bisschen was geschaut, was so alles gibt. Ein bisschen leichte Änderungen in der Taktik gibt es. Spiel haben wir noch kein einziges gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das Gameplay ist. Wir werden jetzt einfach spielen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt, da wir das Spiel recht früh haben, gegen irgendeinen anderen Content-Creator-Schwitzer spielen. Das allererste Game. Und ich bin wirklich gespannt, gegen wen die jetzt spielen. Das ist Full Draft, guys. Ich habe die Ultimate Edition bekommen von EA und ich habe 4600 FIFA-Points. Und ich nutze die FIFA-Points nur für Full Draft. Ich werde keine Packs damit aufmachen, nichts, sondern nur draften, damit wir ein bisschen Gameplay hier haben. So, das ist unser erster Gegner. Man weiß es nicht, wer das ist. Ich spiele auf der PlayStation 5, falls ihr euch fragt, wo ich spiele. PS5, my friends. Und jetzt schützen wir uns rein. Erstes Game. Ich meine, wer ist auch aufgeregt, Leute? Wer ist auch gehypt? So. Okay. Let's go. Es ist soweit, Leute. Erstes Gameplay ever. Gut. Es geht los. Ja. Es wirkt auf jeden Fall langsamer. So viel kann ich sagen. Ah, dieses Gefühl des neuen Gameplays. Was leuchtet da immer grün auf bei mir? Das ist das Erste, was direkt mal so ein bisschen stört. Ja, da ist das erste gute Tackling. Let's go. Rodrigo. Ah, ich muss ja wechseln. Ich spiele ja hier mit irgendwelchen Spielern. So. Ist das langsam. Ui, ist das langsam. Das erinnert mich an Fußball. Das hat ja echt mit Fußball zu tun. Junge, ist ja wunderbar. Da ist Abseits. Was macht der im Abseits? Man würde meinen, ich habe absichtlich dahin gespielt, um die Spieler zu wechseln. Das ist zumindest der erste, allererste Eindruck. Es ist viel langsamer. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Die Drehungen fühlen sich an nach Drehen. Weißt du, zwei Schritte. Nicht ein Schritt in einen Guss, so quasi Hyperspeed-Style, sondern du bewegst dich und dann ist es irgendwie so, du drehst dich und dann passt du. Es ist kein, weißt du, es passiert nicht in einem quasi. Aber das heißt doch überhaupt gar nichts. Wie gesagt, das ist nur der erste Eindruck. Das ist halt jetzt gerade für Draft als Gameplay. Und wir stürzen uns einfach rein und schauen, was noch so alles mit dabei ist. Schön, dass das Gameplay mal ein bisschen langsamer ist. Ich genieße einfach den Moment, solange es anhält. Aber das ist auf jeden Fall mal der erste Eindruck. Der Gegner skillt ein bisschen herum. Oh. Scheiße. Ey, da stimmt was nicht. Mit dem Spielerwechsel stimmt was nicht. Was geht hier ab? Der Spielerwechsel, da muss sich was verändert haben. Ich krieg nie den nächstgelegenen Spieler angewählt. Ich habe immer den falschen angewählt bekommen. Also irgendwas stimmt da nicht. Zumindest hat sich so angefühlt. Digne. Gamer. Was war das für ein Pass, Alter? Ich muss mir meine Controller-Einstellungen nochmal abchecken, Guys. Allen Ernstes. Bailey, Rabai, alles unter Kontrolle.
Oh mein Gott. Geht der Miyagi-Boost noch? Du hast manuell eingestellt. Was habe ich manuell eingestellt? Beim Passen? Ja, ich mach's halt auf... Was leuchtet da grün? Ich weiß es nicht. Man merkt, der Gegner hier hat schon... Also, dieser Pass, der war wirklich jetzt manuell. Das ist manuell. Ganz ehrlich, ihr merkt das am Passen. Oh! Oh no! What's happening? Da war mal der erste gute Angriff. Teammate Contain ist grün. Was machst du? Oh mein Gott, Miyagi Boost ist tot! Was war das denn? Miyagi Boost ist vorbei, Alter. Das Ende. Leute. Miyagi Boost ist Ende. Das kann ich euch jetzt sagen. Ich zeig's euch gleich nochmal. Da könnt ihr euch verabschieden. Sehr geil gemacht vom Gegner. Diese Pässe, die Dreieckpässe sind, die sind manuell oder so. X-Pässe nicht so krass, aber die Dreieckpässe, da. Ja, der Belay. Hey, du hast 5-Star-Skills, mach doch den Scoop-Turn. Boah, es ist völlig anders, Leute. Das Game ist wirklich völlig, das ist das erste Mal, dass es ein völlig anderes Game ist. Also es ist... Aber Ballbesitz geht halt. Also, ich finde, man kann sehr viel geiler auf Ballbesitz spielen wieder. Let's go. Das ist ein völlig anderes Game. Also, Abwehr mache ich gerade das Gleiche, was ich auch in FIFA 21 gemacht habe. Also, doch recht aktiv auch, ne? Draufgehen. Also, ich verteidige genauso wie in FIFA 21 aktuell. Es ist wichtig, dass du noch einen Tick geduldiger bist hier. Was aber gut ist, dass du nicht einfach rausstürmen kannst. Da zum Beispiel, das habe ich nicht gemacht, das war mein CPU-Spieler. Also die unterstützen schon noch ein bisschen. Ah, das ist herrlich. Oh, ich komme langsam rein. Das war gar nichts. Ah, das ist deutlich langsamer. Finde ich gut. Schön gemacht vom Gegner. Da ist der Raum. Ja, was, er wollte Miyagi-Boost machen. Habt ihr das gesehen? Umut Pass. Okay, ja. Das war gar nichts. Umut Pass, Alter. Natürlich spielt man halt ganz am Anfang noch so, wie man FIFA 21 spielt. Zumindest ein bisschen. Antizipation. Was geht hier ab, dieser Pass, wenn ich das nur sehe? Gott im Leben. Yes, wonderful. Schön. Schön. Druckvoller Ball. Ja, schön. L1X zurück. Schön, Sissoko. Die Dreieckpässe sind, glaube ich. Ja. Nein. Die Dreieckpässe sind manuell. Zumindest habe ich das Gefühl. Hier Miyagi Boost. Hey, macht er gar nicht. Jetzt aber Miyagi Boost. Das ist ja nicht mal das M von Miyagi Boost. Oh, das war ein wichtiger Ballgewinn. Oh, noch einer. Der hat gelackt jetzt. Habt ihr das gesehen? Flanke soll ich versuchen? Okay. Dann versuche ich erstmal mehr Flanke. Zweite Halbzeit. Aber Miyagi Boost ist halt wirklich vorbei. Wirklich vorbei. Da ist gar kein Boost mehr. Da ist nix. Okay, Statistik hat sich auch völlig verändert. Da gibt es ja irgendwo erwartete Tore. Ja, 0,7 und 0. Ja, okay.
Ist halt normal. Erstes Game. Leon, Tony Star, Vazinho, Samuel Jack, Sperlito. Jungs, danke schön für diese wundervollen Resubs. Ich komme nicht mal dazu, alles vorzulesen. Ihr seid der absolute Oberhammer. Und an alle neuen Follower. Ich freue mich, dass ihr alle mit am Start seid und mit mir diesen schönen Moment genießt. Hallo Leute, ich begrüße euch alle. So, zweite Halbzeit. Let's go. Mal den Controller mir anschauen sollen. Boah. Boah, auch der Scoop-Turn ist... das Turbo-Dribbling werde ich mal probieren. Also mit L1 und Wegsprinten. Der steht kompakt, Alter. Der bunkert. Der bunkert, ey. Was geht denn ab? Der bunkert, Alter. Junge, was für ein Ball. Also ich, beim Spielerwechseln bin ich noch ein bisschen verwirrt. Der wechselt anders, Leute. Aber ihr seht, man kann nicht so schnell nach vorne. Wenn der kompakt steht, kommst du da nicht so einfach durch. Was eigentlich was sehr Gutes ist. Da seht ihr wieder. Der ist Manuel, merkt ihr das? Der spielt ihn genau dahin, wo ich hinziele. Ich muss mal schauen in den Einstellungen. Die hier nicht so. Die sind okay. Also es ist wirklich ganz anders, weil ihr merkt das auch anhand dessen, dass ich nicht so krass klarkomme noch. Sehr gut. Bravo. Es geht hier deutlich mehr über gezielte Angriffe. Spiel ein bisschen verlagern nach unten. Ja, genau. Schön. Ja, das war schlau. Ach komm, das ist echt am Anfang noch sehr, sehr anspruchsvoll und das ist was Gutes, ich schwör's euch. Ich finde das sehr, sehr gut, weil das reizt mich gerade richtig. Das ist endlich mal was Neues. Ernsthaft. Yes. Geh mal, komm Dembélé. Ja, schön. Ich krieg keinen Spielaufbau hin. Schwitzig, ja. Mir ist er der Taktikfuchs. Eine Sekunde. Langer Ball. So. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir Bewegung in das Ganze reinbringen. Weil im ersten Game, du weißt noch nichts, das Spiel ist völlig anders. Völlig anders. Wirklich? Schau wegen Pässen. Ah! Wie ich das immer verpeile. Also, ich sage euch, Dreieckpässe sind Manuel. Ich habe den gerade... Wisst ihr, normalerweise spielst du den halt so quasi schräg nach unten und er spielt ihn daneben so. Aber hier gerade, der hat ihn genau in mich reingespielt. Das ist schon sehr manuell. Also wirklich krass manuell. Das Ganze. Oh, langer Ball. Übel. Auch ganz anders wieder. Leute, 70. Wir erschwitzen es uns. Sieht sehr langsam aus, ist es auch. Es ist sehr langsam. Es ist ganz anders aber auch, nicht nur langsam. Es ist ein völlig anderes Game. Wirklich ein ganz anderes Game. Letztes Jahr hast du ja immer noch, du fängst an zu spielen und du hast das Gefühl, okay, es ist ähnlich wie FIFA 20. Bisschen mehr Dynamik und so. Aber hier ist es völlig anders.
ich schicke die mal jetzt mit der Lines ein bisschen durch, weil das zieht seine Defensive nach hinten. So komme ich besser nach vorne. Es muss Taktik her, Leute. Alter! Das war schlau. Wie ich den nach vorne geschickt habe, also taktisch kann ich immer noch brillieren, weil ich bin halt ein Taktikfuchs, my friends. Aber Gameplay ist noch viel zu lernen. Aber das war gut gemacht. Ah, was war das für... Ich sage euch, die Dreieckpässe, Leute. Ich weiß nicht, die sind safe manuell. Ha. Okay. I like it. I like it. Das ist was ganz Neues. Schau, seht ihr? Seht ihr? Jeder Dreieckpass geht irgendwie zu lang oder zu kurz. Nee. Ah. Ja, Defensive passt. L1 Dreieck. Kommt. Rein damit! Oh! He has not shot it in! Aber immerhin haben wir gleich den ersten Sieg eingefahren, Leute. Wir müssen uns noch über die Bühne bringen. Ja, Kompaktheit ist da. Defensive läuft. Wenn eins bei mir läuft, dann Defensive. Die steht. Oh, das ist scheiße. Gut. Beton. Ja, Defensive ist gut. Sehr skilllastig jetzt aktuell. Also mit aktivem Verteidigen. Ich hole mir den Ball immer mit aktivem Verteidigen. Also sehr, sehr aktiv und... Ah, schade. Ich versuche das Turbo-Dribbling gerade zu machen. Flanken habe ich gar nicht versucht. Wird noch kommen. 90. Ja, seht ihr? Das ist gut. Antizipation auch. Sehr gut, Dembélé. Oh. Yes. Erstes Game haben wir. 2-0 Sieg. Ein stabiler Sieg, würde ich sogar sagen. Boah, was soll ich sagen? Erster Eindruck vom Gameplay. Es ist ein völlig anderes Spiel. Es ist ein völlig anderes Spiel. Es ist wahrlich Fußball, Leute. Wirklich. Vielleicht wirkt es am Anfang nicht so krass dynamisch, weil wir es gewohnt sind, seit Jahren Tischtennis-Fußball zu spielen. Aber es ist wirklich was komplett anderes und in meinen Augen erstmal ein großer Fortschritt. Ich finde es super angenehm, so wie es ist. Es ist eine ganz neue Herausforderung. Es fühlt sich auch nach einem ganz neuen Spiel an und ich finde es sehr, 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 sehr gut. Die Pässe müssen wir uns unbedingt anschauen. Und vor allem, ob das auch manuell eingestellt ist. Aber es ist sehr anspruchsvoll. Muss ich euch sagen. Sehr guter erster Eindruck, muss ich wirklich sagen. Einfach, es ist auch sehr anspruchsvoll. Das gefällt mir richtig gut. Das mit Dreieck und mit den Pässen muss ich mir anschauen. Aber wunderbar. Erster Sieg. Läuft bei uns. Juhu.